Wenn du im Studium auch mit Anki oder Notion oder im besten Fall sogar mit beidem arbeitest, dann brauchst du dieses Video. Wirklich, hätte ich vorher von dem Thema dieses Videos gewusst, hätte ich mir keine Ahnung, wie viele Stunden an Arbeits- bzw. Lernaufwand gespart und hätte einfach viel effizienter lernen können. Deshalb nimm dir jetzt ein paar Minuten, um dir dieses Video anzuschauen, um dir später einige Stunden an Lernaufwand zu sparen. Klingt nach einem guten Deal, oder? Los geht's. Ich habe euch in einem meiner letzten Videos, in dem ich mal durchgegangen bin, wie ich mein Notion organisiere, um das Studium hinzukriegen, schon mal angeteasert, dass es da etwas gibt, was den Workflow mit Anki und Notion komplett verändert. Und dieses nette kleine Etwas ist eine Seite, die heißt toanki.net. Am besten, ich zeige es euch einfach direkt mal an einem Beispiel und dafür schauen wir mal kurz bei Notion rein. Hier haben wir jetzt beispielsweise eine Notion-Seite zu einem Modul, das ich jetzt gerade im Master habe. Und indem ich jetzt schon angefangen habe, die ersten Informationen und Fragen und alles Mögliche aufzuschreiben, um mir da so eine Übersicht zu erstellen. Sagen wir jetzt mal, ich brauche das Ganze jetzt in Anki, weil zum Beispiel die Klausur bald ansteht oder ich einfach das Ganze jetzt schon mal in Anki übertragen möchte und anfangen möchte, das Ganze auswendig zu lernen. Dann müsste ich im Normalfall jetzt quasi Anki öffnen. Die ganzen alten Stapel ignorieren wir jetzt gerade mal. Würde hier auf Stapel erstellen drücken, würde dem Ganzen einen Namen geben, in dem Fall Informationsmanagement und gehe drauf und würde halt anfangen, Karten hinzuzufügen. Was sind Informationen? Und dann halt Punkt, Punkt, Punkt. So, und das würde ich jetzt machen für so ziemlich jede Information bzw. die wichtigsten, die ich auswendig lernen möchte, in Anki übertragen, immer halt dann hier das Fenster öffnen und dann, weiß nicht, Vorder- und Rückseite mal schreiben. Je nachdem, wie viele Informationen das sind, kann das extrem lange dauern. Denn du musst wirklich jeden Punkt durchgehen, musst jeden nochmal aufschreiben, Vorder-, Rückseite erstellen. Ja, und das dauert einfach. Also da kann man auch nicht so wirklich irgendwas abkürzen. Man kann vielleicht, wenn man schnell schreiben kann, das Ganze ein bisschen beschleunigen. Aber sonst muss man einfach Punkt für Punkt durchgehen. Und ich habe genau das getan, bin quasi die ganzen Punkte durchgegangen, habe mir die wichtigsten rausgeschrieben, auswendig gelernt und so sind dann die anderen Stapel, die du eben schon gesehen hast in meinem Anki, entstanden und mit denen habe ich dann so gelernt. Aber dieser ganze Prozess gehört ab jetzt größtenteils der Vergangenheit an, denn genau hier kommt toanki.net ins Spiel. Kurz gesagt ermöglicht uns die Website, die ganzen Informationen, die wir in unseren Notion bzw. in den einzelnen Seiten abgelegt haben, in Anki zu übertragen und damit dort verfügbar zu machen. Allerdings gibt es dabei ein paar Punkte, die man beachten muss und deshalb zeige ich euch mal ganz kurz, wie genau das funktioniert. Wir starten also wieder hier auf dieser beispielhaften Notion-Seite zu Informationsmanagement und gehen diesmal allerdings ein bisschen anders vor. Als erstes gucken wir im besten Fall, ob wir alle Informationen hier haben, die wir brauchen und gehen dann hier oben auf die drei Punkte. Dann wählen wir Export und exportieren die Seite nicht als PDF, sondern als HTML-Datei. Wir drücken auf Export und müssen im Anschluss angeben, wo wir die exportierte Datei speichern wollen. Ich exportiere das Ganze, benenne das noch um, damit ich es schneller finde. Und damit haben wir den ersten Schritt schon gemacht. Als nächstes öffnen wir die Seite toanki.net und landen hier auf der Startseite mit diesem etwas, das uns hier freundlich begrüßt. Und gehen auf Get Started, um hier unsere Datei, die wir eben exportiert haben, hochzuladen. Wir klicken dann hier auf Select und wählen die Datei, die wir hochladen wollen, natürlich die, die wir eben in Notion exportiert haben. Wählen die quasi aus, drücken auf Öffnen und dann sieht man hier direkt, dass die Seite anfängt zu arbeiten. Und tatsächlich ist es auch jetzt in wenigen Sekunden schon fertig. Natürlich ist die Seite jetzt auch aktuell noch nicht so voll mit Informationen. Und wir können das Ganze jetzt hier runterladen. Auch wichtig zu wissen ist, dass hier unten steht es nämlich, all files are automatically deleted after 21 minutes. Das ist natürlich cool zu wissen, dass da die Sachen, die wir hochladen, auch nicht permanent irgendwie gespeichert werden und irgendwelche Daten von uns da hinterlegt sind und alles, was wir da hochladen, quasi langfristig gespeichert wird, sondern alles wird nach 21 Minuten gelöscht und dadurch bleibt da quasi nichts unserer persönlichen Informationen oder Daten zurück. Wenn wir jetzt hier auf Download klicken und das Ganze speichern, dann haben wir hier so eine Datei und da sieht man auch gleich, im besten Fall sollte das Ganze schon mit diesem Anki-Symbol angezeigt werden. Zumindest wenn du Anki bereits installiert hast
Und dann kannst du im Endeffekt einfach hier auf die Datei draufklicken und Anki öffnet sich automatisch. Und hier kommt so ein Pop-up-Fenster, in dem in HTML erklärt wird, mehr oder weniger, was Anki jetzt mit dieser Datei gemacht hat. Und zwar ist das Wichtigste, steht gleich hier oben, Notizen gefunden in der Datei 12, Notizen hinzugefügt 12 und Informationsmanagement wurde als neuer Stapel importiert. Und das ist natürlich mega cool, denn jetzt haben wir quasi alle Dateien oder Fragen, die ich in meiner Notion-Seite habe, so schon drin und das hat jetzt insgesamt vielleicht 2 Minuten gedauert. Du siehst hier die erste Frage, welche Entscheidungen müssen getroffen werden beispielsweise und dann alles, was ich da notiert hatte. Also es ist schon krass. Es ist schon wirklich krass und es ändert diesen ganzen Workflow mit Anki und Notion komplett. Aber damit sind wir noch nicht komplett durch. Es gibt noch ein paar wichtige Punkte, die du dabei beachten musst. Deshalb warte noch kurz, bevor du jetzt direkt losläufst und das Ganze machst. Wir gehen nämlich nochmal zurück und wie gesagt, haben wir jetzt in dem Stapel 12 Karten. Aber wie entstehen 12? Also woher kommt diese Zahl? Wir gehen nochmal in Notion rein und wichtig ist dabei zu beachten, dass für diese Anki-Karten immer die Toggle verwendet werden. Alle Informationen, die wir hier als Toggle hinterlegt haben, werden zu Karteikarten umgewandelt. Das heißt, alle relevanten Informationen, die wir auch als Karteikarten in Anki haben möchten, müssen wir immer als Toggle erstellen. Dabei gilt immer, dass die Überschrift des Toggles, das ist hier beispielsweise, was sind Informationen, die Vorderseite der Karteikarte sind und das, was sich hinter dem Ausklappen versteckt, auf der Rückseite steht. An sich auch relativ intuitiv, hat man schnell verstanden. Aber es kommt noch ein wichtiger Punkt dazu, und zwar, wenn wir hier jetzt mal gerade durchzählen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und so weiter, also mehr als 12 Toggle. Aber Anki sagt uns, hör mal, ich habe nur 12 Karteikarten gefunden. Woran liegt das? Das liegt an den Einstellungen, die es auf Anki bzw. toanki.net gibt. Und zwar, wenn wir hier eine Datei hochladen, gibt es hier noch die Option Settings. Und hier sind einige Optionen, die wir im Zweifel noch berücksichtigen müssen, je nachdem, was wir uns quasi für Karteikarten erstellen wollen und welche Informationen wir von der Notion-Seite berücksichtigen wollen. Standardmäßig berücksichtigt die Website beim Hochladen nämlich nur die Toggle, die auf erster Ebene eingefügt sind. Ich zeige euch das mal kurz hier. Das heißt, alle Toggle, die genau wie hier ganz links stehen quasi. Beispielsweise die hier unten sind ein bisschen eingerückt und werden zu Anfang nicht berücksichtigt, weil die halt so eingerückt sind und damit sagt das Programm, okay, das sind keine Hauptpunkte und das soll also keine Karteikarte sein. Um das zu ändern, gehen wir hier nochmal zurück in die Settings und müssten dafür die Option Use All Toggle Lists auswählen. Wenn wir das auswählen, werden logischerweise alle Toggle berücksichtigt und dann können wir das Ganze jetzt noch einmal hochladen und der sagt mir auch gleich, diesmal sind es 19 anstatt 12 Karten. Und wenn wir jetzt hier reingehen und wenn wir dann jetzt hier einfach mal auf Jetzt lernen klicken und hier gerade die mal skippen. Anwenden eines einheitlichen und integrierten Rahmenwerks ist nämlich einer der Punkte, die hier so eingerückt sind. Das heißt, der hat jetzt quasi alle Toggle berücksichtigt. Insgesamt haben wir damit 19 und ich meine, ich habe eben auch 19 gezählt. Und damit haben wir alle Toggle, die wir brauchen, auch hier jetzt drin. Gehen wir nochmal kurz zurück in die Settings, denn hier gibt es einige Punkte, die man sich noch anschauen könnte, je nachdem, wie man das Ganze lernen möchte, wie man Anki nutzen möchte. Ich werde jetzt ja nicht jeden Punkt durchgehen, denn es gibt immer eine kleine Erklärung darunter. Damit ist alles eigentlich relativ selbsterklärend. Die wichtigsten Punkte, die ich jetzt hier prinzipiell noch kurz mal erwähnen will, ist sowas wie Treat Bold as Input. Damit sagt man dem Programm, dass die Wörter, die in Notion in dicker Schrift geschrieben sind, weggelassen werden sollen, damit man hier quasi so eine Leerzeile hat, in der man selber das Wort eingeben muss. Das kann hilfreich sein, wenn man lernen muss, wie man bestimmte Wörter schreibt, irgendwelche Fachbegriffe oder Fremdwörter, dann kann man natürlich so sicherstellen, dass man auch ab und zu das Wort schreibt, damit man das auch immer richtig aufschreiben kann. Außerdem finde ich persönlich auch noch die Option Basic and Reversed ganz gut, denn wenn man Sprachen lernt oder irgendwelche Konzepte lernt, ist es extrem hilfreich, wenn man nicht nur bei Sprachen beispielsweise von Deutsch nach, weiß ich nicht, Spanisch lernt, sondern auch andersrum. Im Endeffekt werden einfach nur 2 Karteikarten pro Toggle erstellt
Beim ersten ist ganz normal die Toggle-Überschrift auf der Vorderseite und die Punkte, die da drunter sind, stehen auf der Rückseite. Und Reversed bedeutet dann einfach nur, dass die Punkte, die da drunter sind, diesmal auf der Vorderseite stehen und die Überschrift auf der Rückseite. Wir können das Ganze auch beispielhaft nochmal machen. Da müssten wir jetzt quasi statt den 19 Karten, die wir ursprünglich hatten, diesmal doppelt so viele kriegen, weil wir ja diesmal statt einer Karteikarte zwei Karteikarten machen. Und das öffnen wir jetzt mal, schauen und genau. Statt 19 haben wir diesmal 38. Sieht gut aus, ist genau das Doppelte. Also hat er jetzt auch für jedes Toggle zwei Karteikarten erstellt. Einmal mit der Überschrift auf der Vorderseite und einmal mit der Überschrift auf der Rückseite. So, und damit haben wir jetzt eigentlich auch schon das Wichtigste besprochen. Ich glaube, es wurde jetzt relativ schnell klar, wie wertvoll und wie krass es ist, dass wir diese ganzen Punkte aus Notion exportieren können, bei Anki importieren können und das Ganze innerhalb von wenigen Minuten, anstatt jeden Punkt aus Notion händisch in Anki eingeben zu müssen. Ich hoffe, ihr findet das Ganze so nützlich wie ich und ich hoffe, ihr könnt damit einiges an Aufwand sparen, wenn es später ans Lernen geht. Falls euch das Video geholfen hat, falls ihr das interessant fandet, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ansonsten geht auf toanki.net, speichert euch am besten die Seite als Lesezeichen, damit ihr die auch wiederfindet. Und dann könnt ihr jetzt oder später im Semester euch ganz schnell und einfach die Anki-Karten aus Notion heraus erstellen. Falls du mein Video zur generellen Organisation meines Studiums in Notion noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir das Ganze mal hier. Da gehe ich nochmal durch, wie ich meine ganzen Informationsseiten, Zusammenfassungen, Fristen und Termine, all das da manage. Und ansonsten sind wir durch. Ich wünsche dir wie immer einen Hammertag. Mach das Beste draus und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!